So, da sind wir also auch wieder bei Let's Play Fallout. Und ja, ihr habt hier nichts verpasst. Es geht hier praktisch direkt weiter. Ist da noch was drin? Homeplate, Bleistift, Blecher. Wo ist denn eigentlich? Ja, da ist er. Wollte ich schon fragen. Und hier in die Park Street Station. Mal schauen, ob wir da jetzt jemand finden. Die Ladezeiten. Natürlich immer ein Thema. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und naja, trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn an. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Okay, ich dachte... Ja, also immer ins Gesicht. So, Kopf ab. Kommen wir nochmal raus. Okay, also ich dachte mir hier, ich gehe erstmal rein, weil da dieses... Wenn da dieses Ding war. Aber scheinbar. Oh. Ja, also man sieht, ich bin Meisterschütze. Oh, dann schieße ich halt einfach in den Arsch. So. Okay. Ich glaube, so ging es jetzt auch. Aber da muss man einfach zugreifen. Da muss man einfach zugreifen, sagt er. Deswegen wird erstmal hier schön gelootet. So. Toilette öffnen. Oh. Das war jetzt unerwartet. Nee. Okay, ich dachte mir schon, das passiert jetzt gleich nochmal. Ich dachte mir, ich kann jetzt hier rein so ein bisschen erstmal reden und gucken, was so die Leute so sprechen und sagen. Aber, naja. So viel dazu. Aber jetzt habe ich hier, bekomme ich ja wohl ein bisschen Munition, so Spitz, hier für die Ding, für die, wie heißt sie denn? Für die Automatikpistole. Kronkorken. So. Ah. Komm schon. Ganz darüber. Jetzt aber. Oh, ich merke, ich muss meine Eieruhr anmachen, weil ich immer praktisch hier so in etwa um die 30 Minuten so eine Folge hat. Habe ich vergessen, ja? Nun aber. Ja. So, Experte. Ich habe mich hier auch mal ein bisschen geskillt. Ich kann jetzt nämlich ein bisschen bessere Dinge aufmachen. Wie schön. Was man hier natürlich direkt sieht. Impulstolle räumlich. Kaliber ja. Plasma-Kartusche. Ne, der Rest bei nicht. Kronkorken. Klebeband. Wie sonst, glaube ich, habe ich hier alles dabei. Was Spannendes. Gut, dann gehen wir weiter. Gucken, wo uns der Weg noch hinführt. Was Skinny Malone noch so drauf hat. Ob ich hier wenigstens den Detektiven finde. Todesschütze. So, wir ziehen das ein bisschen zurück.
Habe ich da nicht? Ich hol mir mal. Ich habe doch bestimmt irgendwo. Jo. Einer ist weg. Noch mal eine runter. Ah, die hat wohl nicht so gut getroffen. Wenn ich noch Molotov hatte, ja, nehme ich den auch noch. Ne, der war nicht so gut geworfen. Da stehe ich auch dazu, das weiß ich selber. So, aber es läuft schon. Es dauert nur alles ein bisschen länger. Weg mit dir, komm. Na? Wenn ich da jetzt eine Splittermine... Tschuk, tschuk, tschuk. Frage, kommen sie hoch? Wäre ja schön, wenn das klappen würde. Was ist denn überhaupt? Kommt doch hoch! Naja, jetzt lassen wir mal gucken, ob sie hochkommen. Das wäre ja ideal, wenn es funktioniert. Schon, Jungs. Jetzt kommt doch nach. Sehr nervig. Ich hätte gedacht, ich muss nur als aufpassen, wenn ich danach runterlaufe, dass ich nicht über meine eigene Mine gehe. Heide Witzka, die sind drauf. Aber habe ich aber langsam die Faxen dicke. Gott sei Dank hatte ich ein bisschen Munition dabei. Komm schon. Habe ich noch eine schöne Waffe für ihn dabei, ist die Frage. Da ist einfach zu wenig Munition. Das Jagdgewehr wäre doch noch eine Alternative. Komm, Kimmelkorn, immer nach vorn. Ja. Hast nicht mehr viel, gell, mein Freund? So. Muss nachladen und dann im nächsten Schuss ist er weg. So. Weg ist er. Jetzt kann ich looten.
Endlich haben die noch Mündungsbremse. Das ist doch gut. So, wo ist denn mein... Ah, der ist schon wieder irgendwo. Batz verbessert, Nudelholz. Aha. Wie oft habe ich denn ein Nudelholz gebraucht? Naja, gut. Nehmen wir es trotzdem mal mit. Vielleicht kann ich es ja verkaufen. So, ich würde mein Ding suchen. Wo ist er denn? Godsworth. Ach, sag Sachen, dass ich zu viel trage. Die schauen übrigens echt scheiße aus, die Kerle. Naja, vielleicht kommt der Kotzwerf irgendwann, dann kann ich auch wieder hier ablegen. Ich höre ihn doch zumindest brummen. Boah, ist das anstrengend, wenn der da irgendwo keine Ahnung ist. Und man hier kein Stück weit rennen kann. Ich hoffe ja, dass Codsworth mir jetzt irgendwo nochmal auftaucht, so plötzlich hinter mir spawnt. Könnte ich gut mit leben. Ich habe auch das Gefühl, ich finde... Ah, ja gut, also da hinten wollt ihr noch in den Raum rein. Wenn ich Pip-Boy zufällig und jetzt so hier so, hey, steht Codsworth jetzt nicht neben mir? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Nee, da brauche ich nix. Schauen, ob es da noch was Schönes gibt für uns. Ich würde ja für euch gern schneller laufen, aber ich habe da gerade so ein leichtes, minimales Problem mit Gepäck. Ich bin doch da in den Sprengstoffdraht gerade gelaufen, oder? Der nicht hochgegangen ist scheinbar. Gut. Würde ich sagen, würde ich als Glück verbuchen, weil das hätte eigentlich wohl auf mich schießen sollen. So langsam brauche ich die Haarklammern echt wie so Gummibärchen. Geschafft. Es hat sich schon gelohnt, jetzt den Experten zu skillen. Vom Knacken her, das auf jeden Fall. Fusionszelle wäre sowas Schönes. Du schaust nicht gut aus, mein Freund. Oh, ist das doof ohne Codsworth, echt. Unglaublich genau die Kanone. Aber ich probiere es nochmal. Die war eigentlich ganz cool, die... nicht das. Oh, das war auch gar nicht so schwer. Probieren wir noch das mal. Das hat ja hier auch ein Fernrohr drauf. Probieren wir das mal. Komm raus, dann mach ich schnell. Komm schon. Die schaut gut aus. Die gefällt mir jetzt schon. Komm schon. So. So oder was?
Das Beste ist, ich höre ja Cotsworth. Also ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwo... Aber ich brauche ihn halt echt. Weil es nimmt mir so viel Mobilität hier. Vielleicht ist der nach oben. Cotsworth. Komm, bei Fuß. Aber hier krass, wie es hier abgegangen ist. Schaut aus wie im Matrix ersten Teil. So, zwischenzeitlich mal wieder fit spritzen. Da ist er ja! Mein Gott, Walter. Hey. Ah, endlich. Impro-Repetiergewehr, das hat aber keinen Ziellauf. Also den, den ich halt gern hätte. Das, die Institutpistole brauche ich auch nicht. Knochensäge, Klebeband, Karotte, Schraubenschlüssel. Jetzt kann Cotsworth nicht mehr tragen. Das ist doch alles ein schlechter Scherz. Ja gut, hilft's nichts, dann muss ich halt ablegen. Habe ich noch Schrott dabei, den ich nicht mehr brauche? Was ist denn schwer? Schaltkreise. Ablegen. Schlosserhammer. Schraubenschlüssel. Ja, jetzt kann ich mal wenigstens laufen. Und wir wissen, ich sammle nichts mehr ein außer Munition. Oder dem geilsten Scheiß, den ich noch finden kann. Das ist kein geiler Scheiß. Kein geiler Scheiß. Nee. Nee, da ist nix. Zeitungsständer. Chat, brauche ich auch nicht. Messing, bla, blub, brauche ich auch nicht. Wie gesagt, ich will hier, also gerade Munition will ich auf jeden Fall nicht liegen lassen. Das wäre nämlich sehr, sehr verheerend. Ihr habt es ja gesehen gerade, was das wieder an Munition benötigt hat. Dieses kleine Scharmützel. Und ich kann hier nochmal... Ich werde mal die Waffe, diese... Die ist aber auch nicht schlecht, aber die meine ich nicht. Was für Schuss hat die eigentlich? Die hat doch nochmal andere Schuss als alle anderen. Machen wir doch mal eins. Hier, Favorit auf 5. Und das... Nee, was ist denn das andere gewesen? Das Jagdgewehr, glaube ich, war ganz cool. Und mit Zielfernrohr... Schaden 34. Schaden ist ganz gut von dem Ding. Aber da habe ich... Ne, ich habe auf keinem Zielfernrohr. Feuerrate 3. Feuerrate 3. Präzision. Ja gut, da ist die besser. Dann nehmen wir die noch. So, und die auf die 6. Oh, da habe ich doch so ein... Haha, das habe ich gesucht. Ganz ruhig. Steck mich nicht. Es gibt übrigens auch eine Nuka-Cola Quantum in echt. Die ist zwar limitiert gewesen, gab es auch nur in Amerika, aber hat auch so geleuchtet. Fand ich total lustig.
echte feindliche Lebensform. Boah, geh weg. Ich muss hier ein bisschen Distanz zwischen mich und die Gegner bringen. Wo sind sie denn? Alter, warum bringst du mir die ganze Zeit im Schuss rum? Langsam, aber sicher. Einen nach dem anderen. Wie gesagt, wir haben keine Eile. Oh, ich habe irgendwie so eine Sonderfertigkeit, die im Watz aktiviert, und das war, hat sich scheinbar diesmal erstmalig ausgelöst. Cool, kann ich mit gut leben. So. Ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Aber coole Sonderfertigkeit. Oh, das ist linke Arm. Und dann auch noch was Besonderes. Die muss ich mitnehmen. Die muss ich auch am besten gleich ausrüsten. Und zwar hier. Beschleunigt die Reduktion deiner Aktionspunkte. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt kann ich hier mal was wegwerfen. Dann werfen wir mal die Raider-Rüstung weg. Weil die brauchen eh alle immer so viel Gewicht. Mal schauen, das ist alles nachgeladen. Okay, da schaut es aus, als ob ich da so einen Hinterhalt komme. In den Rücken von denen. Es gibt ja teilweise immer mehrere Eingänge, aber ich schaue mich erst nochmal hier so ein bisschen um, bevor ich da weitergehe. Aber schaut, als ob hier nichts Tolles mehr wäre. Und ja, ihr habt es gerade von Cotswell vielleicht richtig gehört. Ein Vault hier unten. Und zwar tatsächlich, das ist ein Vault, da wo wir rein müssen. Ein bisschen zurückziehen. Aber ich sehe nirgendwo Gegner. Aha. Komm doch mal raus, mein Freund. Ja, kurz hör auf. Dieses Mal nicht, und er fliegt zurück. Cotswolf ist einfach der beste Begleiter, den man sich wünschen kann. Oh, ich werde dich schon finden. Ich schwitze ja noch nicht mal. Solltest dich nicht verstecken. Ist nicht der Hat sie verloren? Na, ja, also endlich, Cotswolf. Du wirst ein prima Sündenbock abgeben. Ah, Cotswolf. So, Nummer 1.
ganz erledigt, was? Was das? Alter, ich mach dich hier fertig und du fragst mich, was das? Schlagen belegen übrigens. So, aber ja, wir kommen ja doch langsam. Kotzwerf, geh einfach weg. Einfach langsam weiter. Die Idee, dass die sich in dem Vault verschanzt haben, finde ich übrigens ganz lässig. Ich werde mal so ein bisschen mit der mal jetzt spielen. Das Voltec Terminal werde ich wohl nicht brauchen, oder? Schauen wir mal, ob es da irgendwas Gutes gibt. Naja, ne, einfach nur was zum Lesen. Redaway. Redaway ist immer gern genommen. Stimpak auch. Nochmal ein Volt-Anzug. Ne, dachte mir, das wäre noch ein Redaway. Gut. Ey, du bist so annervig. Bis jetzt, er hilft nicht. Er geht nur im Weg um. Also ich muss sagen, bisher nicht so happy über meinen Begleiter. Gut, wir machen noch das Ding hier auf, den Werkzeugkasten, und danach beenden wir auch die ganze Folge. Muss doch hier oben sein. Letzter. Cool. Nix, was ich toll finde. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen hier später natürlich weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.